Guten Abend. Mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 64. Comedy-Video hier auf YouTube. Heute zum Thema Kirche und Religion. Manchmal gibt es bei Religionen ja Missverständnisse, die dann auch falsch überliefert werden. Zum Beispiel bei der Weihnachtsgeschichte. Da haben damals die ganzen Hirten und die Männer und die Frauen fröhlich ihr Kinderlein Komet gesungen, bis plötzlich eine Stimme gerufen hat, Komet, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen. Und solche Katastrophenmeldungen sind bei manchen Menschen ja immer eng verbunden mit Religion. Bei manchen sieht es im Gehirn sogar aus wie bei Hiobs unterm Sofa. Und dabei ist und war Religion auch schon immer ein Gebiet der Forschung. Und das ist ziemlich spannend, was da manchmal herausgefunden wird oder worüber spekuliert wird. Manche Historiker beschäftigen sich zum Beispiel mit der Frage, ob Jesus möglicherweise ein Hohlkreuz hatte. Oder es gibt auch sprachlich manchmal interessante Seltsamkeiten. Zum Beispiel protestierende Ameise heißt auf Englisch Protestant. Dabei sind Ameisen Insekten. Und Protestanten waren in ihrer Anfangszeit auch Insekten. Oder seltsam ist auch, dass obwohl die beiden nicht altern, wird Gott oft als alter Mann mit weißem Bart dargestellt und auch beim Teufel spricht man oft vom Teufelskreis. Dabei gab es auch immer wieder mal Veränderungen in der Kirche. Als ich noch ganz klein war, da hat meine Großmutter manchmal gesagt, dass sie zur lateinischen Messe geht. Dabei konnte die gar kein Latein. Aber heute denke ich mir, dass das vielleicht die Lösung für viele Probleme wäre. Wenn zum Beispiel noch heute die Deutschen die Bibel auf Lateinisch lesen würden, ohne Latein zu können, und zum Beispiel philippinische Moslems den Koran auf Arabisch lesen würden, ohne Arabisch zu können, da gäbe es keinen Streit. Ich würde die dann sogar zu einem Bier einladen. Aber die Religion ist auch ganz praktisch mit unserem täglichen Leben verbunden, wobei ich immer nur gute Erfahrungen gemacht habe. In meiner Nachbarschaft, da wohnt zum Beispiel ein ganz netter Pfarrer, der Hobbybastler ist. Und der hat mir sogar mal seine Sägen gegeben. Was ich an der Kirche übrigens besonders mag, das ist so ein Gelassenheitsgefühl. Da hat man immer das Gefühl, dass es keine Hektik gibt und keinen Stress. Aber gleichzeitig, dass dort trotzdem immer viel bewegt wird. Die Kirche weiß eben, Maß zu halten. Und das steht ja auch schon in den 10 Geboten. Denn kein Bock und Volllust, das sind beides Todsünden. Aber manchmal, da hat man dann schon so verblüffende Erlebnisse. Zum Beispiel war ich mal beim Joggen. Und meine Frau, die hatte vorher gesagt, dass sie in einer Stunde Essen macht. Ich hatte aber meine Uhr vergessen. Und während ich da so vor mich hingelaufen bin, habe ich eine Zeit lang Kirchenglocken gehört und habe dann auch in der Ferne gesehen, dass Leute in Richtung Kirche gegangen sind. Und ich bin so langsam weitergelaufen und als ich bei der Kirche angekommen bin, da stand der Pfarrer vor der Tür und hat mir zugerufen, keine Eile, es ist noch genug Zeit. Und ich rätsel bis heute, wie der das wissen konnte. Leider steckt die Kirche derzeit in Deutschland in einer Krise. Die Kirche kränkelt, wie schon Churchill voraussah. Immer weniger Menschen gehen zu den Gottesdiensten. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Und es gibt auch Skandale. Jahrzehntelang wurde zum Beispiel nicht bemerkt, auch Kirchen benutzen Etiketten. Und die Kirche macht es einem ja auch nicht leicht. Ich bin manchmal in Bayern in so einem kleinen Dorf und übernachte dort neben der Kirche. Und da läutet jede Viertelstunde die Glocke von der Kirchturmuhr. Da ist man ja todmüde am nächsten Morgen. Da kann ja kein Mensch mehr in die Kirche gehen. Und ich vermute, das ist zum Beispiel auch der Grund für Wallfahrten. Die Leute wollen einfach nur weg. So, das war's auch schon für heute zum Thema Kirche. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.